Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute gibt's ein kleines Update zu den Streithähnen Valentina und Jan gegen Alex und Vanessa. Allerdings muss ich hier eine kleine Spoilerwarnung geben. Es wird hier Inhalte geben, die in der zweiten Folge vom Sommerhaus stattfinden oder vorkommen. Daher seid gewarnt, dass ihr euch dieses Video nur anseht, wenn ihr die Folge bereits gesehen habt. Oder wenn es euch egal ist. Vanessa und Alex haben sich bekanntlich nicht gut mit Valentina und Jan verstanden. Das hat man ja bereits in der ersten Folge gesehen, in der zweiten Folge aber umso mehr. Inzwischen gab es einen Livestream von Alex und Vanessa, in dem über Valentina und Jan gesprochen wurde. Und irgendwie dreht sich natürlich zurzeit alles sowieso um Valentina und Jan, weil die Folgen natürlich ziemlich heftig sind vom Sommerhaus. Und der Umgang zwischen den beiden, also zwischen Valentina und Jan, natürlich auch ordentlich für Gesprächsstoff sorgt. Ganz großes Thema war natürlich Jan, Reichweite und Instagram. Dazu musste Valentina sich nochmal äußern, denn angeblich hätte man in der Folge manches rausgeschnitten. Hier seht ihr ihre Erklärung. Aber eins möchte ich unbedingt hier noch sagen, weil es gibt wirklich ein paar Hohlfritten oder Menschen, die sich drauf aufhängen, aber mir ist das relativ scheißegal. Denn das, was ich gesagt habe mit dem Thema Follower Instagram löschen, dazu stehe ich weiter zu 1000%. Punkt aus, Ende. So. Also Jan ist eine Person, die war vorher nicht im öffentlichen Leben. Es wäre was ganz anderes, hätte ich jemanden gedatet oder wäre ein Mann an meiner Seite, der auch im öffentlichen Wesen wäre oder den Weg gegangen ist. Nein, Jan war vorher nicht in der Öffentlichkeit. Er war vorher nicht auf Instagram irgendwie bekannt, sage ich mal so, hatte keine Reichweite. Und die Reichweite ist natürlich durch unsere Beziehung entstanden. So, das ist ja wohl ganz normal. Meine Reichweite ist durch den Weg im TV entstanden, so, den ich mir mühsam aufgebaut habe. Und warum sollte Jan, wenn wir uns trennen sollten, ich habe auch eigentlich gesagt, wenn er mich betrügt oder sonst was, weil ich gehe ja nicht davon aus, dass wir uns trennen. Der Worst Case wäre ja, wenn er mich betrügt, trennen wir uns. So, und sonst denke ich ja, ich verbringe meinen Rest des Lebens mit diesem Mann. So, haben die natürlich nicht reingeschnitten. Sollte er dann Instagram behalten? Also wenn mich doch jemand betrügt und hintergeht, dann profitiert dieser Mensch doch nicht noch von mir. Und vor allen Dingen durch meine Person. Er war vorher nicht in der Öffentlichkeit und mir war auch ganz klar und bewusst, das habe ich auch ihm beim ersten Date gesagt, du wirst 100% durch mich Reichweite gewinnen, so wie jeder Typ, den ich in die Öffentlichkeit genommen habe. Okay, jetzt waren es nicht so viele. Und ihm war ganz klar, ja, so, das mache ich auch nur mit dir, für dich. Und danach ist mir das auch scheißegal, sollte irgendwas sein, will ich das gar nicht. Ich bin keine Justine 2.0, also, ne? Jan ist halt nicht so wie eine Justine, die die Ex ist von und dann durch ihn dann halt ins TV geht und da das Business startet. Nein, Jan ist jemand, der hat sein eigenes Business, seinen eigenen Weg und das macht er nur für mich. Und warum sollte er dann davon in dem Sinne profitieren, was er ja durch mich und durch unsere Beziehung aufgebaut hat. Für die, die es nicht so richtig raffen. Zu diesem Thema stehe ich zu 1000 Millionen %, was ich da gesagt habe, weiter hinter und werde ich auch. Und auch, nur weil man das halt vielleicht nicht richtig gesehen hat, weil, sorry, also wenn er dann, wenn es andersrum wäre, wäre er einfach nur mit mir zusammen für Reichweite. Und Leute, alle in meiner Vergangenheit, wirklich alle, waren nur auf Reichweite aus. Und deswegen ist das für mich ein ganz klarer Punkt gewesen. Und ich würde auch anders keine Beziehung eingehen, weil sonst ist für mich einfach klar, diese Person ist nur mit mir zusammen, um Reichweite zu generieren und irgendwie bekannt zu werden oder irgendwie was, keine Ahnung, in dieser Welt, in diese Richtung. So war es halt auch mit verschiedenen Freunden, anderen Typen und sonst was. Es war immer so. Und für mich war das ein ganz klares Zeichen. Okay, er liebt mich, er will nicht deswegen mit mir zusammen sein. Und das ist eigentlich so logisch, so logisch. Und natürlich diese ganzen Kommentare oder sonst was, ja, das sind irgendwelche Leute, die sind im Reality-Business und checken das nicht. Aber nein, das Leben von Jan besteht nicht aus dem Reality-Business. Er macht das für mich. Nochmal zur klaren Verständnis und mehr dazu in der Reaction dann kommenden Mittwoch. Ich weiß nicht, wie ihr diese Sache, wenn Valentina nicht möchte, dass Jan durch sie irgendwie Reichweite bekommt oder überhaupt irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder berühmt wird, wie auch immer man es nennen möchte, dann hätte sie ihn gar nicht zeigen sollen, finde ich jetzt. Außerdem kann sie vielleicht für Jan Entscheidungen treffen und ihn kontrollieren, das kann sie bei den Followern aber eben nicht machen. Wenn Menschen einem folgen wollen, dann werden sie es auch tun, unabhängig von ihr. Besonders schlimm ist natürlich eben, dass es ein Geben und Nehmen gibt in einer Partnerschaft. Man sollte seinem Partner doch eigentlich etwas Gutes tun.
tun und etwas gönnen können. Ich kann verstehen, dass sie natürlich irgendwo negative Erfahrungen gemacht hat, von denen sie hier spricht, dass man sie ausgenutzt hat für Reichweite und für Fame in Anführungsstrichen, aber dann hält man seinen Partner aus der Öffentlichkeit raus und geht mit ihm nicht in eine Sendung. Und kann man im Nachhinein nicht anfangen zu sagen, ja, das kannst du jetzt nicht bringen oder wenn wir uns trennen, dann musst du die Leute wieder löschen. Finde ich irgendwie komisch. Aber dann hält man seinen Partner aus der Öffentlichkeit raus und geht mit ihm nicht in eine Sendung, die eben für ihn dann profitabel sein kann im Sinne von Reichweite und Follower. Außerdem, was wird sie denn im Falle einer Trennung denn tun? Ihn verklagen, dass er sein Instagram-Profil löschen soll oder Follower entfernen soll? Also irgendwo ist es doch total bekloppt und natürlich sieht Janice genauso wie sie und steht hinter ihren Aussagen. Ist ja nicht so, als hätte Jan eine andere Wahl. Blink twice, wenn du Hilfe brauchst, Jan, an der Stelle. Zum Thema Reichweite allgemein hat Valentina auch noch was zu sagen. Sie weiß ja, dass sie jetzt für viele Leute auf YouTube, auf Instagram, wo auch immer, auch für Reichweite sorgen wird. Denn überall, wo ihr Gesicht drauf ist oder von ihr gesprochen wird, garantiert eben Reichweite für die Leute. Dazu sagt sie Folgendes. Ihr freut euch auch auf die zweite Folge. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt und ihr habt mir auch so einiges geschickt. Ja, Leute, ist ja wohl absehbar, dass jetzt natürlich wieder alle mich in die YouTube Titelbilder tun oder meinen Namen oder auf Instagram, weil sie sonst anders keine Klicks bekommen oder Likes oder der Beitrag interagiert und gut performt. Also deswegen packt mein Gesicht aufs Titelbild und meinen Namen in die Bildunterschrift und dann generierst du auf jeden Fall auch einen guten Push. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Friends, ich habe mir natürlich jetzt die zweite Folge angeguckt und eins sage ich euch jetzt einmal kurz dazu, okay? Also die, die es noch nicht gesehen haben und erst nächste Woche sehen, dann bitte immer jetzt wegschalten. Wie hast du es nochmal formuliert, Schatz? Egal, was ich gemacht habe, egal, was ich gesagt habe, immer warst du das oder du hast dahinter gesteckt oder du warst dann schuld. Also sorry, ich habe doch eine eigene Meinung, ich kann doch auch was sagen. Stimmt, also eigentlich war ich das immer. Ist es so, so funny. Also wenn die Leute das echt sehen, ich glaube, die haben echt, wow. Es ist echt, ich glaube, die haben es wirklich geglaubt, so. Naja, der Vorspann zur dritten Folge, legendär mit dem Maskenball. Also einfach nur, wie die alle einfach gerade auf uns gehen, aber dann doch mal gezeigt wird, wie die wirklich halt drauf sind, ne? Also I like it. Und mehr dazu in der kommenden Reaction nächsten Mittwoch. Alex und Vanessa haben sich mehrfach zu Valentina und Jan geäußert, natürlich durchweg negativ. In ihrem Livestream gab es auch die Vermutung, dass Valentina oder Jan mit einem Fake-Account aktiv waren und ausfallende Kommentare getätigt haben. War irgendwo ein lustiger Gedanke, das würde schon durchaus passen, aber man weiß es natürlich nicht, die Person wurde im Endeffekt blockiert. Ich zeige euch jetzt mal ein paar interessante Ausschnitte aus dem Livestream. Hier wird auch nochmal groß über das Thema weiblicher Narzissmus gesprochen, aber da muss ich sagen, das ist zurzeit absolut ein Modewort geworden, das erkennen die beiden auch. Aber dennoch sollte man da natürlich vorsichtig sein. Das ist nicht einfach mal so über eine Internet-Ferndiagnose möglich, ja. Man kann es vielleicht vermuten, natürlich. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Und später werdet ihr nochmal sehen, Alex spricht in seinem Statement nochmal genauer über Valentinas, naja, ich sag mal, mentale Verfassung, beziehungsweise wie er sie da einschätzt. Und das ist teilweise auch etwas too much. Also der spricht da von Autismus, Narzissmus und das sind Dinge, das kann man nicht einfach so diagnostizieren. Und wenn man es so abwertend darstellt oder es auf eine abwertende Art und Weise benutzt, ist es natürlich ein absolutes No-Go. Kurze Randnotiz, ich habe den Chat unkenntlich gemacht, weil man dort eben auch die Usernames sehen kann und eventuell würde das nicht jeder mögen oder wollen, deswegen habe ich das unkenntlich gemacht und hier kommt der Livestream. Das zeigt einfach, was für eine Art von Frau du bist, Fui. Ja, Leute, es ist safe ein Fake-Account. Ach so, ein Fake-Account, wer weiß, wer das ist. Yes, Vanessa ist 23 Jahre alt, hat aber eine unglaubliche Reife und weiß, was sie will und genau das hat mich so angezogen. Ja. Das ist es. Ja, das ist halt, glaube ich, auch diese Art, die vielleicht bei euch als unsympathisch dann rüberkommt, dass ich einfach eine sehr, ja, wie sagt man das? Eine willensstarke Frau bin einfach. Ich weiß, was ich möchte und wenn ich gewinnen will, dann lasse ich ihn auch spüren, dass ich gewinnen will. Und wenn ich das Gefühl habe, wir waren schlecht, dann lasse ich dir auch spüren, dass ich finde, dass es schlecht war. Also es ist trotzdem immer Respekt an erster Stelle. Ich glaube, Alex braucht auch eine starke, aber respektvolle Frau. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube schon, dass er auch so der Typ ist, der ein bisschen Gegenwind manchmal braucht und auch eine Frau braucht, die, glaube ich, auch eigenständig ist und auch dominieren kann und nicht einfach nur hinter der Nase herläuft.
Aber das Wichtigste ist auch einfach Respekt. Wie fandet ihr das Hin und Her von Zico? Welches Hin und Her meinst du? Mir ist kein Hin und Her aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Fake oder beide, ihr schenkt euch gegenseitig überhaupt nichts. Okay, warum musst du uns das schreiben? Danke für deine Aktivität hier im Live, dennoch. Valentina hat einfach keinen Respekt beigebracht bekommen. Aber Leute, ich bin die ganze Zeit am Rätseln, woher das kommt. Also es muss ja zu 100% mit der Kindheit zu tun haben. Aber inwiefern, was ist ihr widerfahren, dass sie so viele verschiedene Traumen charakterliche Disbalancen. Ja, also sie hat ja wirklich ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen, die ich irgendwie nicht zusammenzählen kann. Die sind alle so kontrovers und das macht gar keinen Sinn. Ja, hat auf jeden Fall viel gelitten. Ja, tut mir eigentlich nur leid. Warum respektlos bei dem Couple-Challenge gewesen? Das zum Thema Respekt. Ja, kannst du ja mal erzählen. Weil das vor 3 Jahren war, weil man in 3 Jahren viel an sich gearbeitet hat und viel über sich und über seine Partnerin gelernt hat und weil jeder Mensch Fehler macht und das auch okay ist, solange man aus diesen Fehlern lernt und sich verbessert. Was geht, Vanessa? Ja, will gleich die Folge gucken. Was hat Valentina wieder gemacht? Komische, schreibt mein Bruder. Boah, die Folge ist so... Ah, du wirst direkt wieder dir denken, was ist mit ihr? Kotzen. Mina ist hier im Live, das ist Valentina. Vanessa ist ein Niemand. Ja. Ja, sie kann sich sehr gut hinter anderen Fassade verstecken. Genauso wie sie sich hinter den Kameras verstecken konnte im Haus. Auch komischerweise hat sich Valentina ja darüber aufgeregt, dass ich sie ausgeladen habe. Weißt du, was aber nicht komisch ist? Mhm. Sie ist mir 3 Monate nach der Party über den Weg gelaufen, in Essen, in Rüttenscheid, hat auf den Boden geguckt, hat kein Wort gesagt und muss dann 1 Jahr später das Ganze so thematisieren, damit sie ihre Plattform kriegt. Armutszeugnis. Ja, aber kennt man doch von ihr. Ja, sie kann halt nichts anderes außer Stress machen. Ich glaube, Amina ist echt Valentina. Ja, Leute, wir haben diese Amina gerade blockiert. Es schien mir auch sehr wie ein Valentina oder Jan Account. Ist halt schwierig, ne? Man kriegt halt nichts mit, wenn man ganz Instagram blockiert hat. Die blockieren ja Leute, die einfach nur ihre Meinung konstruktiv äußern. Ja, du, man weiß nicht mal, dass sie existiert, dann irgendwann suchst du sie und du bist schon blockiert von ihr, also verstehe ich gar nicht. Valentina hat mich gerade geblockt auf ihrem Real-Account. Ja, das geht bei ihr, glaube ich, ganz schnell. John ist so krank, dass er sich das so gefallen lassen lässt. Er hat ja dank Valentina keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern. Sie hat auch mit denen Streit angefangen. Ja. Ja, Leute, mit wem hast du keinen Streit angefangen? Oder? Also selbst wenn du einfach existierst und atmest, hast du Streit mit ihr scheinbar in ihrer Nähe. Selbst wenn du sie als Zuschauer anschaust. Ja, du. Kannst du Streit haben mit der... Alle schreiben gerade, oh mein Gott, Valentina, oh mein Gott, Jan, oh mein Gott, Valentina. Aber Leute, was sehen wir? Sie bekommt genau ihre Sendezeit. Das, was sie wollte. Ja, ehrlich, oder? Total witzig, dass gerade das Pärchen verlobt ist. Super. Ganz. Ja, haben sie ja beim TV verlobt. Die Logik des Verlobtseins richtig verstanden. Ja. Vielleicht erstmal schauen, ob man wirklich füreinander bestimmt ist und dann verloben. Verlieben ist auch schon eine Voraussetzung. Sollte man. Ja, gut, man kann sich auch verlieben und dann finden. Hä? Du hast doch auch Ex-Partner. Hast ja, man sollte, wenn man sich verloben möchte, schon vorher einmal verliebt haben. Das habe ich gesagt. Ach so, ja. Das sollte schon eine Voraussetzung sein. Ja, verlieben bevor verloben finde ich auch gut. Sie will auspacken, wenn er von ihr weggeht. Vielleicht hat er Angst. Ja, ich denke auch, oder? Ja, aber wenn die sich trennen sollten, muss er dann sein Instagram löschen, oder was? Keiner weiß. Deswegen, ich glaube, die werden sich einfach gar nicht trennen. Doch, und dann prominent getrennt nächstes Jahr. Und dann wieder zusammenkommen. Problem ist, in unserer Gesellschaft wird Narzissmus nur mit Männern. Ja, danke schön. In Verbindung gebracht. So ist die Valentina. 100%. 100%. Und jetzt, guck mal, wenn ich mich jetzt hier als Frau so positioniere und sage, ja, ich kann es nämlich gar nicht mehr hören, dass man immer nur sagt, die Männer und die Männer und die Männer. Ja, ich weiß, in manchen Punkten macht es auch für die Frauen Sinn zu sagen, wir möchten mehr gehört werden, wir möchten Veränderungen, wir möchten zum Beispiel gleichberechtigt, gleiche Bezahlung in Jobs etc. Das macht Sinn. Aber wie kann man bei einer psychologischen Sache, dass man das Verhaltensweisen beurteilt, einfach immer nur sagen, ja, bei Männern ist so ein Verhalten schlimmer, aber bei Frauen wird es gar nicht erst als irgendwas gesehen. Das verstehe ich nicht. Und das ist so ein krasser Defizit in unserer Gesellschaft.
Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Weil sie ist eine Narzisstin, 100%. Das ist nicht korrekt. Weil ist dir mal auch aufgefallen, weil dieses Narzissmus etc. sind ja total die Trendwörter geworden. Ja. Und es wird immer nur in Verbindung mit Männern gebracht. Immer. Und egal, wo jetzt immer einer sagen würde, oh, mein Ex ist ein Narzisst, alle Frauen am Tisch würden sagen, ja, meine auch. Ja. Also es ist halt auch einfach so. Das wird auch eine Valentina sein. Also Wort, jeder ist ja heutzutage ein Narzisst. Und ich finde, man geht auch viel zu leicht mit diesen Wörtern um. Richtig. Weil die Diagnose Narzisst ist schon auf dem Brett, ne? Ja, es kann sein, definitiv. Und wenn du sagst, dass es statistisch belegt ist, dass es bei Männern überwiegt, sage ich auch nicht zu. Aber ich finde, man sollte es trotzdem nicht außen vor lassen, dass Frauen auch Narzisstinnen sein können. Oder? Richtig, 100%. Dieses Wort verliert komplett Bedeutung. Ja, denke ich auch. Mit sowas sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Ein Mann muss aber zwei Fahrräder tragen. Ja, danke schön, ne? Ein Mann muss. Und wenn sie von ihm profitieren würde, von seinen Followern, wäre es ja was anderes. Richtig. Ja. Das ist irgendwie. Das meine ich, das ist so ein bisschen immer dieses, manchmal. Diese Einbahn. Genau. Immer einseitiges Denken und immer dort die Vorteile picken. Ja. Dann dort bin ich eine Frau und dort bin ich gleichberechtigt. Dort bin ich eine Frau, da habe ich Vorzüge, genau. Privilegien. Da will ich Gleichberechtigung. Also immer nur springen, von Vorteil zu Vorteil. Ja. Das geht nicht. Du kannst keinen Vorteil ohne Nachteil haben. Vor allen Dingen, sie sagt zu ihm, ja, ein Mann muss zwei Fahrräder tragen. Dann hat er doch gesagt, ja, dann musst du auch kochen. Das hat dir dann direkt auch gar nicht gepasst. Ja. Und das ist, was ich halt meine. Ja. So, du kannst halt auch nicht sagen, ein Mann muss A, B, C, D, ne, einmal die Liste durch. Aber wenn dann ein Mann sagt, eine Frau muss, ist immer direkt so, oh, misogyn und dies und das. Und bei einer Frau ist es so, ja, das ist halt so. Ist halt so. Ist halt eine Frau. Das ist halt manchmal ein bisschen zu viel. Sie fuckt so ab. Oh mein Gott, ja, safe. Deswegen wollte ich halt auch nicht ausrasten, weil genau das wollte sie erreichen. Dann kann sie mit dem Finger auf mich zeigen, weinen und sagen, der Narzisst macht mich klein und deswegen weine ich. Ja. Verstehst du? Das wollte sie ja. Mhm. Wann waren die Dreharbeiten? Die waren im Mai. Anfang Mai. Mich nervt es, dass Leute immer nur für die Reaktion dann verurteilt werden, aber dann quasi meistens, außer in diesem Fall jetzt, meistens nicht was der Ursprung für diese Reaktion war, weißt du? Mhm. Gibt es irgendjemanden in der Valentina mal? Ja, würde mich auch mal interessieren. Sie redet ja immer von ihrer Community, ne? Die weint immer nur, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Ja, ist so. Ja, aber ist euch mal aufgefallen, sie weint halt ganz oft auch ohne Tränen. Ja, komischerweise. Also, mit der Kapuze über die Augen und so. Du, wäre sie mit Lisha drin gewesen damals? Ja, oh mein Gott, das hätte ich auch mal gern gesehen. Atombombe. Eieiei. Hä, seid ihr nicht bei Sommerhaus des Stars? Ja, Mausi, aber das war doch im Mai abgedreht. Das ist doch nicht live. Oh, Leute, ihr macht mich fertig. Man ist 3 Monate da drin und einmal die Woche wird gedreht und live ausgestrahlt. Hä, seid ihr nicht im Sommerhaus eigentlich gerade? Geil. Maurice war stark in der zweiten Folge. Stark auf jeden Fall, stark präsent, ja. Oh, ja. Sie hat selbst geweint. Ja, also, ja, als genau die Szene kam, wo ich da im Flur stand und Tim zu mir gekommen ist, boah, ich saß auch hier und habe gerade nochmal richtig geweint, weil ich mir selber leid tat, um ehrlich zu sein. Ich konnte diesen Moment so doll nochmal nachempfinden, es tat richtig weh. Mir tat es weh, dass ich zusehen musste, wie meine Frau weint. Ja. Und ich wusste, wenn ich jetzt reagiere, wird es noch schlimmer. Ja. Wenn ich nichts tue, hört es nicht auf. Und dann bist du so im Zwiespalt. Bis dann irgendwann, du schluckst und irgendwann explodierst. Mhm. Das ist halt mein Problem. Ich möchte dich als Mann schützen, aber ich möchte dir auch kein schlechtes Gefühl geben oder so, weißt du? Nee, ich verstehe das. Und das war ja mein Zwiespalt auch zwischen, ich will, dass du ruhig bleibst, weil ich will dir nicht das Futter geben. Mhm. Aber irgendwie konnte ich es auch nicht verarbeiten, deswegen habe ich dann geheult und war verfertigt, aber alles ein Desaster. Schwierig, ey. Schwierig. Vertrau mir, Thomas, die Antwort, sonst mache ich Schluss. Okay, Tom. Ja, Leute. Eigentlich sollten wir das auch mal einführen bei allem, was dem anderen nicht passt. Da mache ich halt Schluss. Ja, dann okay. Ne? Druckmittel. Haha, muss man das auch accomplishen, wenn ich Schluss mache? Ja, natürlich. Safe. Das haben wir so vertraglich festgehalten. Ja, wir haben ganz viele Verträge. Ich
Knebelverträge. Also, ist ja auch ein also wir sind ja auch eine der Fake-Paare wahrscheinlich. Ne? Ganz genau. Wie ihr gehört habt, da waren schon so einige interessante Themen dabei und es ging natürlich sehr viel um Valentina und ihr Verhalten, aber auch eben um die Beziehung von Alex und Vanessa teilweise, aber größtenteils eben wirklich um Valentina und ihr Verhalten. In seinem eigenen Q&A spricht Alex auch nochmal detaillierter drüber, wie er Valentina empfunden hat und allgemein die Situation bzw. den Streit, als Vanessa im Endeffekt geweint hat und dass für ihn dann ein Punkt erreicht wurde, wo es tatsächlich zu weit ging und er sich als Mann in der Lage gesehen hat, sie jetzt zu beschützen, beziehungsweise in der Position, dass er sie jetzt beschützen muss. Ich muss aber dazu nochmal vorab sagen, Alex benutzt hier so ein bisschen, ja, ein paar Begriffe, die abwertend gemeint sind, die aber nicht als abwertende Begriffe benutzt werden sollten. Er unterstellt Valentina so ein bisschen psychologische Diagnosen hier, dass sie narzisstisch sei und ob sie vielleicht autistisch sei und dass sie ganz dringend professionelle Hilfe benötigt. Dazu muss ich sagen, das ist halt schwierig. Ich glaube, wir alle benötigen professionelle Hilfe. Das sollte gar nichts Abwertendes sein, finde ich. Das sollte man nicht als Abwertung gebrauchen. Und was das andere angeht, ist eben auch nicht so das Beste, solche Begriffe zu benutzen, um jemanden negativ darzustellen. Muss nicht unbedingt sein, fand ich nicht so cool. Aber hier seht ihr jetzt erstmal seine Statements. Soll ich dir sagen, das ist doch genau das, was Valentina wollte. Sie hat versucht, mich aus der Reserve zu locken, dass sie später mit dem Finger auf mich zeigen kann. Dass sie dann halt, weil das macht sie öfter, das habe ich jetzt auch mit bei John bemerkt, weil die Gespräche untereinander haben wir ja nie wirklich mitbekommen. Das ist so krass, wie sehr sie ihn unter Druck setzt, wie sehr sie ihm droht mit einer Trennung, mit einer öffentlichen Offenbarung, dass sie ihn bloßstellen wird in der Öffentlichkeit, seinen Ruf kaputt machen wird. Die Frau ist perfekt darin, quasi Giftpfeile, Giftspritzen hinauszuschießen und dann im Umkehrschluss wieder zu weinen und den Spieß umzudrehen und die Schuld quasi auch auf John zu schieben. Und genau das hat sie dann auch mit mir versucht. Also wäre ich laut geworden, hätte ich auf den Tisch gehauen, hätte ich ihr die Stirn geboten, dann hätte sie halt das Opfer gespielt und hätte dann gesagt, okay, Alex ist der Böse. Und das wollte ich ihr einfach nicht ermöglichen. Keine Chance. Nein. Es war alles andere als leicht mit dieser Frau im Haus klarzukommen. Ich muss ehrlich gestehen, in mir schon ab der ersten Provokation, ab diesem sinnlosen, provozierten Streit mit dieser Ausladung, ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das wird ein hartes Pflaster und mein Puls ist schon nach oben geschossen. Ich habe nur wegen Vanessa mich zusammengerissen, weil Vanessa eine sehr sensible, weiche Frau ist und nicht wollte, dass Valentina quasi ihr Ziel erreicht und dann später mit dem Finger auf mich zeigen kann. Deswegen habe ich mich halt kontrolliert, deswegen habe ich öfter durchgeatmet, deswegen habe ich halt Vanessa umarmt, ihr quasi Mut zugesprochen. Aber ab dem Zeitpunkt, als Vanessa dann weinen musste, das heißt, das Ganze an ihre Psyche ging, dann war bei mir vorbei, weil meiner Meinung nach ist es als Mann die Verantwortung zu schützen, zu beschützen und zu versorgen. Und das habe ich dann ab dem Zeitpunkt auch gemacht und das werdet ihr sehen. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich war selbst geschockt, vor allem als ich das Gespräch in der Runde mitbekommen habe, jetzt über den Fernseher, weil ich war ja mit Vanessa nicht in der Runde mit dabei, wie sie über John redet, wie sie ihm ihre Follower nicht gönnt, wie sie auch von seinem Business profitieren möchte, damit er von ihrem profitieren darf. Also, und das meine ich jetzt nicht böse gemeint, das ist einfach nur ein Fakt. Diese Frau hat so viele Komplexe, so viele Traumen, so viele psychische Schäden erlitten in ihrem Leben, dass sie ganz, ganz dringend hochprofessionelle therapeutische Behandlung benötigt. Ich weiß nicht, ob man das noch richten kann, weil es ist sehr, sehr, sehr tief sitzend. Aber diese Frau ist einfach nur Gift für ihr Umfeld und für alle möglichen kleinen Mädels, die vielleicht zu ihr aufschauen oder sie unterbewusst mit manipuliert, weil sie vielleicht irgendwie sehen, okay, ich möchte dann auch irgendwann mal so in dem TV sein wie sie. Nehmt euch kein Beispiel an ihr. Die Frau hat sehr, sehr große Probleme und braucht dringend Unterstützung. Das ist nicht mehr lustig. Das ist so krass, wie oft Vanessa und mich diese Nachricht erreicht. Vor allem von Leuten, die ursprünglich uns mal beleidigt haben und jetzt sagen, okay, mittlerweile bin ich ein Fan von euch, ihr seid mir sympathisch geworden. Einfach mal, wir sind dankbar dafür. Das freut uns auch, dass die Leute uns eine Chance geben, uns als Paar wahrzunehmen und uns als Paar mal zu bewerten. Mein Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, ist es, Leute, verurteilt Menschen nicht zu schnell. Ihr habt gesehen, ihr zieht es zurück. Auf einmal entschuldigt ihr euch, auf einmal sind wir euch doch sympathisch. Es ist sehr schwierig, einfach anhand einer Ausstrahlung oder anhand ein, zwei Folgen Menschen zu verurteilen. Gebt den Menschen öfter Zeit.
die bekommt bestimmte Bilder zu sehen, hinterfragt vielleicht, wie etwas so zustande kommen konnte und sieht ein Learning daraus, Menschen nicht viel zu schnell zu verurteilen. Das würde ich euch mit auf den Weg geben und sind dankbar. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich kenne sie nicht privat, ich möchte sie auch privat nicht kennen. Was ich aber bemerkt habe und gesehen habe, das war so der Beweis, wieso sie nur Show macht, ist es. Und zwar 3 Monate nachdem diese öffentliche Ausladung von mir stattfand, bin ich ihr zufällig in Essen auf der Rüttenscheider Straße über den Weg gelaufen. Und sie hat kein einziges Wort zu mir gesagt, sie hat keinen Mucks gemacht, auch nicht gegrüßt und so, ist ja auch okay. Aber sie hat es nicht einmal thematisiert und dann muss es 1 Jahr später im Fernsehen öffentlich ausdiskutiert werden, weil dann hat man einen vermeintlichen Angriffspunkt, wie man mich versuchen kann, aus der Reserve zu locken, damit ich wieder aufbrausen werde, impulsiv werde und dass man dann sagen kann, er ist toxisch, misogyn und narzisstisch und unterdrückt und schreit kleine Blondinen an, obwohl diese Blondine der größte Narzisst ever ist, ehrlich. Ey. Da gibt's nichts zu sagen, das ist absolut unterirdisch und unmenschlich und so gehst du nicht mit dem Partner um, den du liebst, also dass man sich zwischendurch mal zankt und anzickt und genervt ist, weil man das Spiel vielleicht nicht gewinnt und weil man weiß, okay, wenn man sich nicht safe, dann fliegt man höchstwahrscheinlich raus. Das ist die eine Sache, aber dass man dann beleidigen wird und den Partner so aufs Übelste beschimpft, das ist für mich ein Beweis, dass da keine Liebe herrscht. Also das kann doch nicht normal sein. Was ist das für eine toxische Beziehung? Das ist toxic pur. Ey, als ich das gesehen habe, ich konnte meine Augen nicht trauen. Ich wäre nicht in der Runde dabei, als das angesprochen wurde. In welcher verkehrten, verzerrten Wahrnehmungswelt lebt Valentina? Ist das schon Autismus? Ich weiß es nicht. Wie kannst du behaupten, du hättest dir deine Follower hart erarbeitet? Du wirst nur gebucht und hast nur Follower, weil du für Quote sorgst, für Einschaltquote. Warum? Weil du inszenierte Streits provozierst, damit Leute ausfallen werden, damit du dann mit dem Finger auf die Leute zeigen kannst und weinen kannst und dann halt das Opfer annimmst in der Rolle. Du hast keinen Mehrwert der Menschheit geliefert. Du hast nichts Besonderes im Leben gerissen, dass du dir deine Follower hart erarbeitet hast. Und dann sagst du noch sowas Unterirdisches, wie du gönnst deinem Freund nicht, deinem Verlobten nicht, dass er auch Follower durch dich bekommt. Ihr seid zusammen in der Show. Ihr macht das Ganze zusammen. In was für einer verkehrten Welt lebt diese Frau? Wenn man über die Punkte hinweg sieht, die ich schon genannt habe und bemängelt habe, sagt das schon ein paar wichtige Sachen oder richtige Sachen. Dennoch, ja, es gilt trotzdem auch für sie, dass man sie anhand von einer Show jetzt nicht beurteilen sollte. Aber da muss man natürlich auch sagen, sie ist in jeder Show negativ aufgefallen. Ich glaube, es gab keine einzige Show, wo sie nicht irgendwo angeeckt hat. Und ich glaube, dafür wird sie auch im Endeffekt gebucht, weil man weiß, dass sie Drama bringt und dass es Probleme geben wird, wenn sie dabei ist. Aber natürlich sollte man da vorsichtig sein mit den Begriffen, die man benutzt. Also ihr jetzt Autismus zu unterstellen, weil sie eine verkehrte Wahrnehmung hat, ist natürlich hart und man kann nur seine eigene subjektive Wahrnehmung beurteilen. Für jeden Menschen sieht die Realität tatsächlich anders aus. Und vielleicht, wir wissen es ja nicht, aber vielleicht macht sie das auch alles mit Absicht. So spricht man natürlich mehr über sie. Das wäre auch eine mögliche Strategie und eine Taktik, um mehr im Gespräch zu bleiben, um noch mehr Drama zu verbreiten und um für noch mehr explosiven Gesprächsstoff zu sorgen, sage ich mal. Ja, auch Vanessa hat sich nochmal geäußert und sich verteidigt, weshalb sie eigentlich so zurückhaltend ist. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie so still war und sich gar nicht gewehrt hat gegen Valentina. Und dazu hat sie auch Stellung bezogen und eben gesagt, das war es ihr einfach nicht wert. Aber wir haben ja nur die 2. Folge gesehen bis jetzt. Es kann natürlich noch viel mehr kommen. Kommen wir mal zu einer Thematik, die natürlich sehr häufig jetzt durch die Sommerhausfolgen bei mir aufkommt und gefragt wird, warum ich denn nicht mal meinen Mund aufmachen würde. Also, ganz einfach, ich mache da auch jetzt keine Spielchen raus, aber ich glaube, die, wie gesagt, ne, habe ich vorhin auch schon gesagt, die mich länger verfolgen, die mich vielleicht auch als Wesen gut einschätzen können, weil die einfach eine gute menschliche Kenntnis haben, sage ich euch, wie es ist, sehen, glaube ich, und merken, dass ich eigentlich ein sehr friedvoller Mensch bin. Ich bin wirklich jemand, der ist gerne in ihrem sanften Umfeld, ich bin sehr sanft, ich bin sehr doll in meiner femininen Energie auch, muss ich sagen. Und bin nicht dieses Pöbler-Girl, was jeden jetzt draußen anmacht und ständig auf den Tisch haut, bin ich nicht. Ich kann meine Grenzen klar setzen und ich kann was sagen, wenn ich möchte, aber dafür hat es für mich auch einfach, es muss sich lohnen. Und das meine ich einfach in dem Sinne von, wenn es doch für mich nicht lohnenswert ist,
mich jetzt mit der irgendwo hinzusetzen und zu streiten, weil jeder weiß doch und jeder sieht doch, dass es bei ihr doch extra ist. Die ganze Zeit dreht man sich ja nur im Kreis mit ihr. Also sie fängt ja auch, also sie versteht ja gar nichts. Grips ist ja überhaupt nicht vorhanden. Wie soll man bitte, also was soll ich denn da sagen? Ich könnte mich dumm und dämlich mit ihr streiten und ich wüsste, unterm Strich bringt es mir nichts. Ich gehe weder mit ihr nach Hause, werde weder Kontakt mit ihr haben, noch werde ich irgendeinen Mehrwert aus diesem Gespräch haben. Und deswegen, meiner Meinung nach, und danach lebe ich, alles, was meine Aufmerksamkeit einfach nicht verdient, dem schenke ich keine Aufmerksamkeit. Wiederum heißt es nicht, dass es nicht etwas mit mir macht, weil ich finde, es ist schon Richtung Tyrannisieren, Richtung Mobben gewesen, safe. Und deswegen war ich auch emotional. Aber dennoch wollte ich einfach aus meinem Inneren, aus meinem Frieden. Und wisst ihr, für mich wollte ich mir selber beweisen, dass ich auch einfach in dem Moment schlucken kann, weil ich wusste, es wird mir nichts bringen. Ich wusste, es bringt eher ihr was. Und ich wusste auch, dass es ihr was bringt, wenn ich weine. Aber sowas wie diese sanften Emotionen kann ich halt nicht so gut steuern, wie sowas wie, oh, ich will es nicht Aggressivität nennen, wenn man quasi getriggert wird, aber halt einfach wie so ein, ihr wisst schon, wie dieses Impulsive, in dem Sinne, dass ich dann jetzt schreie oder streite. Weil das ist für mich einfach nur, es raubt mir meinen Frieden, es raubt mir meine Nerven. Wir hatten da jeden Tag ein Spiel, was total körperlich anstrengend war. Und ich wollte mich einfach auf mich und meinen Partner fokussieren und konzentrieren. Und Valentina war nicht der Grund, warum ich in diesem Sommerhaus war. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist zum Beispiel genau der andere Punkt, den ich zumindest für mich halt auch sehr wichtig finde. Alex ist eher so der impulsivere Part im Sinne von, er neigt natürlich dazu, eher auf den Tisch zu hauen und lauter zu werden als ich. Ist ganz klar, ich glaube, das merkt man und sieht man auch. Und ich bin halt einfach die, die viel einfühlsamer ist und viel emotionaler im Sinne von, ich weine direkt, ich mache mir Gedanken. Er bringt immer alles nach außen. Also er platzt eher und ich bin die, die nach innen quasi zusammenfällt, wenn man das sich einfach mal gerade so gut bildlich vorstellen kann. Und das ist das, was ich bei uns so schätze. Denn er ist derjenige, der manchmal einfach ein bisschen mehr Ruhe braucht und da kann ich ihn super besänftigen, zumindest meistens. Und andersherum ist er derjenige, der mir aber auch mal sagt, hey, du musst aber auch mal deine Grenzen setzen und auch mal sagen, wo es lang geht und dir nicht immer alles gefallen lassen. Und ich persönlich finde, das ist einfach eine so schöne Ergänzung bei ihm und mir nämlich ist. Wir sind da ein super eingespieltes Team auch so drin. Also wirklich, dass wir da super hingehend harmonieren. Weil ich glaube, wenn wir beide so starke, ja, starke nach außen explosive Menschen wären, könnten solche Situationen auch einfach schnell eskalieren. Und weil man das jetzt auch mal im Alltag, glaube ich, überträgt, ist das halt auch etwas, was natürlich dann auch schwierig werden könnte. Und so muss ich wirklich sagen, ergänzen wir uns da super und behalten da eigentlich auch immer ganz gut die Balance und dadurch halt auch die Harmonie. Und das ist mir persönlich halt auch sehr wichtig, weil ich möchte bei mir bleiben, ich möchte bei meiner sanften Weise und Art bleiben und ich lasse mich da bestimmt nicht von irgendeinem Hans und Kunz aus dieser Fassung bringen, weil ich brauche das nicht und lieber bin ich vermeintlich schwach, aber weiß ganz genau, dass es meine Stärke. Ich denke mal, da wird sich auch weiter gestritten bis zum geht nicht mehr. Also die kommenden Folgen werden voller Streitigkeiten zwischen Valentina, Jan, Alex und Vanessa sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht in puncto Alex, denn wir haben ja schon im Trailer, in einem der Trailer, ein bisschen Sachen gesehen, die wieder so den alten Alex zeigen. Also, dass er da irgendwo gegengetreten hat und ausrastet. Es war schon irgendwo absehbar, dass er eventuell nicht die ganze Zeit still bleiben wird, dass er eventuell mal ausrasten wird. Ich finde jedenfalls, für die ersten zwei Folgen wurde man schon sehr gut unterhalten. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, obwohl es teilweise wirklich so dramatisch ist und Valentinas Art manchmal selbst für mich als Zuschauer anstrengend war. Und dennoch will man weitergucken. Man möchte natürlich den Stress sehen, man möchte das Drama sehen, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch nicht ganz angenehm und ganz geheuer. Das war's fürs Erste von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlassen würdet, wie ihr das ganze Thema findet und wie ihr auch die ganzen Statements bewertet. Mich würde vor allem auch interessieren, ob für euch die Sympathiepunkte irgendwie anders geworden sind, ob ihr Vanessa vielleicht in einem anderen Licht seht als vorher oder Alex oder umgekehrt, wie auch immer, oder ob ihr vielleicht sogar mit Valentina sympathisiert, was ja auch völlig legitim ist. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören.